Ich werde gesucht. Ja. Von wem denn? Irgend so ein Kopf. Ich habe mich ziemlich unauffällig gekleidet. Die Wichser kriegen mich nie. Ist dir denn irgendwo ein Aster? Ich suche einen Aster. Denn wie ein Aster? Mist, jetzt ist meine Tarnung aufgeflogen. Verdammt. Ja, war aber knapp. Ja. Ah. Dann bist du doch recht unauffällig. In der hässlichsten Warnweste der Welt. Ich grüße Sie. Wo haben Sie denn Ihren Behindertenausweis? Also meine Behinderung liegt halt darin, Sachen zu vergessen. Sind Sie dumm? Also ich kann dumm sein, aber ich bin so dumm, dass es halt eine Behinderung ist und ich dementsprechend halt einen Behindertenausweis habe, aber weil ich ja halt so dumm bin, ihn vergessen hab. So. So ein Schlüssel. Daheim vergessen. Ja, das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr. Nee, ich weiß das. Ich weiß gar nichts. Ja, hallo. Dreiecke. Dann wissen Sie bestimmt auch nicht, wem das Auto da gehört. Kommt mir bekannt vor. Ich meine, schauen Sie mal sein Kennzeichen an, ne? Ja, da steht ja schon sein King Aster dran, ne? Da steht super cooler Boy. Ah, da muss dann wohl ich sein. Ach, ich weiß, mein Therapeut hat genau ja, dieses Kennzeichen genommen, damit ich mich immer erinnere, was mein Auto ist, Mensch. Er hat sich sein Diplom auf jeden Fall verdient. Sie setzen Ihren süßen kleinen Schnuckelpopo in Ihr Auto rein, ja, und fahren es auf den normalen Parkplatz. Okay. Melli, komm her. Fifi. Melli. Ich bin kein scheiß Hund. Wer ist da? Ja? Sag den schwulen Polizisten mal neben dir, dass er scheiße ist. Haben wir hier einen schwulen Polizisten irgendwo? Ich sehe gerade keinen, weil der Surfco sieht mir ziemlich hetero aus. Er hat gerade deinen zuckersüßen Arsch zuckersüß genannt. Es ist ja nicht gelogen, so. Bist du irgendwie neidisch? Weil du so einen flachen Popo hast, heißt noch lange nicht, dass du jetzt irgendwie auch meinen rumhaken musst. Mein Arsch ist geil, es fuck. Guck! Naja, ich weiß ja nicht, wo endet denn da? Wo fängt denn der Po an? Alter, das sagen die zwei Boys mit einem verlängerten Rücken, das ist so wie bah! Mal jetzt ganz kurz mal die Fresse, die Bullen wollen jetzt, dass ich hier die Karre wegparke, also steig jetzt ein und dann fahren wir auch endlich mal weg hier, hast du mich verstanden, du dumme Schnäpfe? Yeah. Das nächste Mal suchst du dir mal bitte eine Heizung hier raus, als die hier. Wie ist die alte noch aus der Feuerwehr damals? Ja, die war wenigstens heiß. Ich habe auch noch heute keine Frauen gesehen, dementsprechend muss ich mich auch wirklich mit dem abgeben, was ich auch so bekomme. Ich habe auch ein Gefühl, Leute. Also jetzt steigst du in die scheiß Karre. Ich fahr dich weg und dann schlage ich dich erstmal grün und blau. Du Miststück, die Karre ist hier. Ey, die hört auch nicht, ne? Ey, ich hab die alte extra zur Dressur geschickt, damit die auch irgendwie anfängt zu hören, aber anscheinend ist die so ein... Die muss eingeschläfert werden. Ich knall die alte gleich weg am besten, ne? Falls ich jetzt irgendwie auf der Wanted-Liste mal einen Mord drauf haben werde, dann wissen sie, ich hab euch allen gefallen getan, ne? Ja, ich nehm dich auch dann gleich wieder runter, ne? Na, alles klar. Na gut, ich mach mich ja mal auf den Weg. Der Behindertenparkplatz ist gleich wieder frei. Ja, kommt dir gleich zur nächste, ja. In 5 Minuten bin ich eh wieder da, von daher. Dumm oder so? Wer bist du denn, Alter? Wenn du mich hier noch einmal versuchst anzufahren, dann gibt's erstmal Kugeln Face, weiß Bescheid, Alter. Das war nicht absichtlich, ehrlich. Ich wollte nur schnell hoch und ich dachte, sie wären schon durch. Nee, ich habe das aber anders aufgefasst. Und jetzt schon wieder fast. Hast du das gesehen? Hör auf mit der Scheiße, mein Freund. Du sollst mich hier nicht umfahren. Junge, das waren 3 Meter Abstand oder so. Hör auf jetzt. Alter, sag mal, geht's noch? Ey, willst du mich jetzt komplett verarschen? Wenn du mir gleich nochmal vor die Karre springst, ne? Ich fahr rücksichtslos über dich drüber. Ja? Doch. Arschloch. Ehrlich, ich werd dir ins Gesicht geschissen. Entschuldigung, ich wollte dich eigentlich nicht mit erwischen. Mann, das fängt aber auch gut an hier, ey. Boah, Junge, deine Fresse merke ich mir aber so richtig, ne? Ja, die sehen eh alle gleich aus, also viel Glück dabei. Du stehst jetzt auf meiner schwarzen Liste. Du hast echt richtig verschissen. Dein Leben wird die Hölle. Ehrlich, das tut mir wirklich leid. Ich bin manchmal so ein bisschen auf Tourette-Syndrom. Ja, ja. Wenn ich dir in die Fresse schieße, schiebe ich es auch aufs Tourette. Möchte ich jetzt, dass du dich wirklich bei mir entschuldigst. So wirklich vom Herzen. Ich möchte hören können, ja. Ich möchte es fühlen, dass du wirklich auch Interesse daran hast, dass ich dir verzeihe. Entschuldigung. Ich meine nicht dich, sondern den Typen da vor mir. Brauchst du noch eine Sting? Ja, die bräuchte ich auch noch. Habe ich gerade nicht dabei. Ich warte hier. Brauchst du lange? Nee. Haben Sie Geld für mich? Ich bin pleite. Verpiss dich! Dann geh auf den Strich. Viele Leute müssen sich hier auf dieser Insel prostituieren. Und du denkst, du hast irgendwie das ganz Große losgezogen und bettelst einfach irgendwelche ganz coolen Typen um Geld an? Nee! Oh, ich habe so einen dicken Schwanz. Ja, siehst du? Der kann sich gut prostituieren. Der hat die Eigenschaften dafür. Du nicht. Du bist ein Glatzkopf und wahrscheinlich auch unten. Nee, du wärst ja gut. Nur unten kahl wärst aber. Tom hat deinen Pipi-Matz ganz, ganz vorne Haare. Kommt eins aus dem Loch. Was? Ja, warte kurz. Ich war lange nicht mehr hier. Ich bin aus der Übung. Mann, jetzt wart doch mal. Mein Gott. Ich sag dann Bescheid, Alter. Da ist er. Der ist wieder da. Boah. Wow.
Guck mal, was ich hier abbekomme. Was ist das Ding? Nee, dann was anderes. Ding, soll ich bei euch in die Karre schmeißen? Ja, das ist ja ganz nett. Müsste drin liegen. Super, danke. So, du kleiner Wichser, jetzt hör mir mal zu. Ich verzeih dir trotzdem nicht. Hast du mich verstanden? Du hast mich dreimal anfahren wollen. Hey, die liegt noch gar nicht drin. Die liegt noch nicht drin, ne? Nee. War ein Joke. Klar verzeih ich dir. Weiß nicht, ob das die richtige ist. Ja, gut, ne? Shop, Mann. Das machen wir jetzt. Schau, was doch. Alter. Du musst dem ins Gesicht schießen, der hinter der Tür. Wieso soll ich dir ins Gesicht schießen? Aus Prinzip. Mach jetzt. Ich hab gefragt, es wird geschossen. Hände hoch jetzt! Du auch Hände hoch! Warum? Stell dich sofort vor die Tür! Komm, wir haben übrigens jetzt eine neue Chief-Mode-Kollektion. Ja, neue. Du ziehst dich jetzt bitte auch so an. Oh nee, wenn das jetzt so war, wie du dich gerade angezogen hast, dann zieh ich mich nicht so mungohaft an. Ja, Mode ist ständig im Wandel, Tom. Da kann ich nichts für. Ja, Mode ist im Wandel, aber du hast keinen Modegeschmack. Natürlich kann ich einsteigen. Wieso kann ich denn nicht in mein Auto einsteigen? Ich park nochmal ein. Ich glaube, von hier könnte man vielleicht... Weil, wenn ich sage, da kann man nicht einsteigen, ja? Ja, okay, ja, dann mach weiter. Diese Diskussion. Halt doch die Klappe. Wieso kann ich denn nicht in die Karre einsteigen? Sag mal, hallo. Melli, hast du ein Auto? Ich glaube nicht, nein. Wollte ich verarschen. Ich kann nicht einsteigen. Ich würde das gerne machen, aber ich... Ja, warum seid ihr so blöd? Du musst U drücken, Asta. Ubi aufschließen. Ah, lol. Okay, steig ein, Melli. Nicht im Ernst. Oh, wow. Oh mein Gott. Ich dachte, das ist ein Bug. Stopp. Oh. Das war jetzt... Wirklich nicht, Alter, mit Absicht. Das aber war richtig mit Absicht. Ich wollte einen großen Bogen um dich herumfahren und dann vor allem dir vorbeifahren. Das war mein eigentlicher Prank, ja? Mach den Nein! Oh, das ist ja so witzig geworden. Oh, jetzt? Du bist so richtig schlecht. Warum überlebt er? Alle, wie viele Karten sind denn hier? Ist der tot? Wie findest du meinen Stil? Geil, Alter. Voll modisch. Hä? Richtig modisch. Asta, schließ mal bitte auf. Ach, warte mal. Ich hab den falschen Van ausgeparkt. Der hat nur 2 Sitze. Oh Mann, du Schussel. Melli, steig bitte kurz aus. Ich will dir was geben. Das kann ich gerade nicht so. Alles gut. Ja. Nee. Ich brauch nichts. Weil ich hab eine Waffe für dich. Ich brauch keine Waffe. Eigentlich wollte ich nur vorne sitzen, aber ja, ich weiß. Das war ja auch voll nicht offensichtlich. So, Melli. Ja. Modisch gesehen, bist du noch nicht auf dem neuesten Stand? Ich hätte mir das nicht. Da du ein Chief-Mitglied bist, hast du auch die neueste Kollektion zu vertreten. Davon hängt unser Umsatz ab. So, jetzt wirst du diese Warnweste. Wollen wir nicht erstmal gucken, wie das ankommt? Das kommt super an. Die Polizisten haben eine halbe Stunde gebraucht, bis sie mich gefunden haben. Kann ich auch von der Seite drauf zugreifen? Nee, kann ich. Guck mal, voll dumm. Hier steht der alle auf der anderen Seite, obwohl man sich eigentlich auch hier hinstellen kann. Ich schwimme gegen den Strom. Oh, bitte halt die Klappe. Ich finde das Outfit nicht. Melli, das ist eine verfickte Warnweste. Guck bei Westen. Wir machen keinen VDM. Ich wurde auch dafür gebannt. Mist. Entschuldigung! Nachricht, du hast mich angefahren, das wird Folgen haben. Dum. So hat er das geschrieben. Dum. Weiterfahren, bitte. Dem machst du mir bitte nicht zu. Fahr doch schnell durch, bist du blöd? Ja. Du bist so dumm, Asta. Oh Gott, ich war richtig dumm, Alter. Ich kenne die ältesten Tricks nicht. Das ist der älteste Trick. Ja, Alter, what the fuck? Wie kann man so blöd sein? Das hat er doch mit Absicht gemacht, Alter. Du hast unsere eigene Taktik nicht erkannt. Du bist so ein dreckiger Hund, ohne Scheiß. Geh dich einfach erschießen, real life. Ich ersetze euch die Kleidung, aber wir holen uns nochmal die Westen. Das ist eigentlich gut, weil jetzt müssen wir nicht zum Checkpoint extra fahren. Jetzt können wir von Kavala gleich starten. Es dauert, glaube ich, länger, jetzt von Kavala neu zu starten und jetzt hältst du die Gusche, das stimmt nicht. Das kannst du nicht beweisen. Nee, ich will, dass du da stopp, wo das müsst. Du bist dumm, du bist richtig dumm, Alter. Wieso musst du mich noch ständig beleidigen? Irgendwann schlage ich dir ins Gesicht. Weil wir gerade wegen dir draufgegangen sind. Ja, das kann ja mal passieren. Wir sind bestimmt auch mal wegen dir draufgegangen. Ja, aber nicht wegen so einem dummen Fehler. Ja, jeder macht mal dumme Fehler. Das ist der älteste Fehler. Ich habe mich gerade noch vorgewarnt. Das ist einfach nur peinlich. Alter, wer ist das? Wir müssen exekutieren. Der hat eine Knarre, wir nicht. Der wird uns exekutieren. Das sehen bei ihm. Ja, das ist ziemlich dangerous, dass du da Knarre machst. Wie heißt du? Ich heiße Jack Winston. Okay, Jack Winston, wir werden jetzt Leute überfallen. Bist du dabei? Natürlich, ich bin immer dabei. Ja, im Notfall machst du auch einen Drive-By. Bist du deiner Rolle bewusst, ja? Absolut, ich bin der Anwärter hier und ich höre auf deine Calls, alles klar. Okay, genau, die Sache ist halt, du bist halt der Einzige mit einer Knarre. Dementsprechend bist du auch irgendwie die Schlüsselfigur in unserem großen Stück. Warum sind hier eigentlich überall so Rauchsäulen? Was soll das? Ja, wir waren hier schon vorher. Achso, okay. Und die Leute, die auf dem Boden liegen hier? Ja, waren wir auch. Ah, okay, das ist sehr gut. Du siehst ja, wir haben ziemlich
ziemlich gutes Cameo-Tarn-Anzugsgedöns an. Ja, sie sind quasi kaum zu erkennen. Ich musste sehr genau hingucken. Außer jemand leuchtet mit Scheinwerfer auf uns dann. Hat sie mir im Arsch. Aber keiner fährt hier mit Licht. Wir haben mitgedacht, weißt du? Ich habe auf jeden Fall ein Riesenglück, dass ich mit einer derart intelligenten und durchgedachten Truppe unterwegs bin. Ich fühle mich schon sehr sicher. Ja. Strukturiert. Manchmal gucken wir in den Spiegel und die Taktik, die springt uns einfach ins Gesicht, die wir nicht so schnell haben, so weißt du? Diese Hurensöhne, sind das alle von dir? Ich merk's schon, das ist Raum die aus, ist mir scheißegal. Jack, wärst du auch bereit, einfach so ein paar Leute niederzuballern? Ich wäre für euch für alles bereit. Die holen wir uns. Die holen wir uns, Jack. Die holen uns die, Jack. Sofort die Hände hoch. Was los mit euch? Sofort stehen bleiben. Ja, der ist tot. So ein Pech aber auch. Oh, die Polizei kommt da. Wir haben eine Panne, wir haben eine Autopanne. Nein, mein Auto, was passiert? Herr Officer. Der Junge kann nicht fahren. Warum steht das Auto mitten auf der Straße? Aus der Kurve rausgeschleudert worden. Wir haben ein bisschen zu viel Gas gegeben, aber wir fahren jetzt weiter. Wer ist gefahren? Der Erste, dem gehört auch das Auto. Haben Sie einen Führerschein? Mein Gott, Sie haben uns doch gerade kontrolliert. Dann machen Sie jetzt alles in einem Wisch und dann machen Sie auch fertig. Wir haben uns gerade kontrolliert, natürlich habe ich einen Führerschein. Wahrscheinlich hat der Hauptkommissar gesagt, dass Sie das vergessen haben und mussten jetzt nochmal hinterherfahren, damit Sie das korrigieren können. Wollen Sie sich nicht an unserer Konversation beteiligen? Ist das eine Prüfung oder sowas? Ja, das ist eine Prüfung. Das ist eine Prüfung. Wir machen das richtig schwer. Wir machen das dem richtig schwer, Alter. Alles komm. Klar, gut, dann legen wir mal los, ne? Bitte kontrollieren Sie unser Fahrzeug. Die Bremsleitungen und so sind durchgekappt. Da müssen wir mal nachschauen, sonst können Sie uns nicht fahren lassen. Und da ist Gras drin. Ja, genau, da ist irgendwo Gras versteckt. Jetzt bitte suchen. Ja, Ihre Papiere wieder. Der wird witzig voll. Sie haben mir den Waffenschein vorhin auch noch nicht zurückgegeben, ne? Hab ich den noch? Warten. Ja, den haben Sie noch. Ah, jetzt habe ich den Waffenschein. Sehen Sie? Mein Gott, da müssen Sie aber das nächste Mal besser dran denken. Stellen Sie mal vor, ich fahre ohne Waffenschein los und dann knall ich jemanden weg und kann das nicht beweisen. Die Waffe dürfen Sie lediglich mit sich führen. Und zur Einschüchterung sozusagen so verwenden. Nicht damit aktiv auf Menschen schießen. Ich schieße aktiv an denen vorbei. Also mache ich wirklich, weil ich so schlecht bin. Hier auf der Seite sieht alles, soweit es ist, gehend okay aus. Auf der Seite, da fehlt ein Reifen. Bitte was? Ich möchte bitte eine Edge drauf beantragen. Und auf der Homepage gibt es eine schlechte Bewertung. Ich hoffe für dich, du fällst im Funktraining durch. Also die Herrschaften, wer ist gefahren? Boah, das müssen sie doch langsam jetzt wissen, Mensch. Ja, der Jack ist gefahren. Die haben sie gerade übers Ohr gehauen. Ich bin gefahren. Gut. Also, wir sind mit einem nicht der Tom ist gefahren. Straßentauglichen Fahrzeug gefahren. Die Melli ist gefahren. Straßentauglich ist. Also erstmals hier die Herren, es hört sich mit ihren verdammten Drohnen hier auf. Es gibt eine S-Strafe. S-Strafe. Ich war gerade hier mit meinem Handy beschäftigt. Machen Sie selber. Mit ihren Händen? Greifen wieder ran, wie der auch immer jetzt abgekommen ist. Haben Sie sich befummelt, als Sie die Melli gesehen haben? Sie sind ein richtiger Ekelhafter. Perversling. Das ist richtig ekelhaft. Bitte? Schwein. Meine Herren und die Dame, ich rede gerade nicht mit Ihnen, ich rede mit meinen Kollegen. Lass mich mal kurz vorstellen. Ja, aber wir reden mit Ihnen. Wir sind zwei Damen und zwei Herren. Jetzt müssen Sie herausfinden, wer die zweite Dame ist. Von mir aus auch zwei Damen und ganz zwei genau. Herren. Ist das hier eine Teambesprechung? Beim nächsten Banküberfall bilden wir ein Squad, okay? Ja, das wird super cool. Steigen ein, die das war das B-Team. Das nächste Mal sollen die das A-Team schicken. Also wenn wir jetzt richtig dumm sind und die haben wenigstens nur ein bisschen... Die wissen jetzt, dass wir noch hier sind. Vor allem, du hast das Licht an, so. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Melli, komm mal her, Melli. Warte, Amen. Okay. Achso, hast du noch... Okay, ja. Du musst noch ganz kurz mal an das Auto um Hilfe schreien. Hilfe. Du musst nicht deine Stimme höher stellen, weil sie schon hoch ist, okay? Oh, was? Oh. Oh nein! Lol, what the fuck, ey, Tom, und immer wieder dieselbe Kurve. Was geht denn hier? Bin ich hier lang, dann sind wir hier auf dem Kindergarten. Von der Straße runterschieben und weg hier. So, Leute, ich bin fertig mit Pipi machen. Was denn hier los? Behinderung des Straßenverkehrs verknasten. Ich hoffe, es ist hängen geblieben. Komm, ey. Wir haben einen ziemlich strengen Ton drauf, nur für so einen Hauptkommissar. Und das war ich mit 3, bevor ich zu den Chiefs gekommen bin. 0. Bitte lass uns nicht zurückkommen. Ich bin wohl irgendwie, keine Ahnung. Tom, fahr mal. Ich bin wohl tot, aber auch irgendwie nicht.